Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind kurz zu Hause und steigen vom Baryonyx um auf unser Kroko, denn ich will die Haisuche noch nicht so schnell aufgeben. Und unser Baryonyx ist zwar ganz cool mit dem Stun-Angriff, aber das Kroko ist deutlich, deutlich schneller. Und so können wir einen viel größeren Bereich viel besser absuchen mit dem Kroko. Deswegen nehmen wir das jetzt mit. Tauchausrüstung habe ich repariert. Alles andere haben wir ja noch dabei. Und wir nehmen jetzt auch mal die schwarzen Perlen mit, denn ich will nicht nur nach Haien suchen, ich will auch ganz aktiv jetzt mal nach einem Tuso Teutis suchen. Und wir nehmen auch nur das Kroko mit, denn unser Kroko ist, meine ich, voll ausgelevelt und hat, naja, 14.000 Leben. Das sollte eigentlich reichen. Also wenn wir nur einmal füttern müssen, der Tuso macht ja nun auch nicht so viel Schaden. Der macht vielleicht, wenn er richtig viel Schaden macht, macht er vielleicht 400 Schaden mit einmal zubeißen. Und der beißt dann in der Zeit, bis wir die Perlen da reingestopft haben, dann vielleicht 3-4 Mal zu. Also unser Kroko mit 14.000 Leben sollte das locker aushalten. So, einmal raus hier. Diesmal auch die Tür zu. Letztes Mal habe ich sie nämlich nicht richtig zugemacht. Die war die ganze Zeit offen, während wir unterwegs waren. Aber gut, solange wir nicht in der Nähe sind, kann ja hier eigentlich nichts passieren. So, wir schwimmen nach oben Richtung Pflanzenfresserinsel, denn da sind ja normalerweise auch immer ganz viele Haie unterwegs. Wir ziehen alles an. So, wir haben die schwarzen Perlen dabei, die Cryopods, unsere Betäubungsharpunen und eben unser Kroko. Und da sieht man jetzt schon gleich, wie viel schneller das ist. Und vor allem können wir mit dem auch viel, viel schneller sinken und aufsteigen. Auch nochmal gut für die Jagd nach dem Tuso. Wenn da plötzlich irgendwo einer auftaucht, kommen wir mit dem Krokodil wenigstens noch weg erstmal. Wobei wir das ja sowieso dann einmal dem in die Tentakel geben müssen zum Füttern. So, jetzt gucken wir erstmal schon mal hier, weil das ist schon die erste Ecke, wo Tusos unterwegs sein können. Das Problem ist, die teilen sich die Spawnpunkte ja. Oh, da haben wir Quallen. Vor dem ist natürlich ein bisschen aufpassen. Die können wir ja zur Not mit der Armbrust wegmachen dann aber auch. Das Problem mit den Tusos ist, die teilen sich irgendwie die Spawnpunkte ja mit den Mosasauriern. Und wenn wir dann an den Stellen irgendwie da Mosasaurier finden, dann können wir schon sicher sagen, dass da eben dann kein Tuso sein kann. Weil der Mosa den Spot blockiert. Oh, waren wir hier schon mal drin? Die Unterwasserwelt ist einfach richtig, richtig gut. Wir haben auch noch nie Unterwasser-Loot gefunden. Es gibt ja auch einfach so Unterwasser-Loot-Crates, die irgendwo rumstehen können. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Anglerfisch. Oder haben wir mal ein Hai hier unten? Was machst du so weit unten? Hai? Hai, Hai, wie geht's? Level 70. Nee, du bist nichts für uns. Ich höre noch was anderes. Da kommt noch der Anglerfisch. Oh, ein Plesio auch noch. Oh, und auch noch ein Brutzler. Jetzt haben wir aber alles auf einmal. Und noch mehr Brutzler. Ah, beiß zu und weg erstmal von denen. Okay, so viel Schaden machen die zum Glück nicht. Alles klar, erst ist gar nichts da, dann sind sie alle. Da ist auch noch ein Basilo. Okay, hier ist mal richtig was los. Vielleicht haben wir ja Glück und finden tatsächlich noch einen Tuso. Ich sehe die ganzen Aale gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben die schon. Da hinten kommen sie. Da kommen zumindest die Plesios noch an. So einen können wir eigentlich auch mal nochmal holen. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir einen Tuso und vielleicht einen Hai finden. Guck mal, da kommt doch nochmal einer an. Was haben wir da? Ein Rochen. Lauter Rochen. Das ist auch eine so coole Landschaft hier mit den ganzen Felsen und den ganzen leuchtenden Pflanzen. Es ist schon super gemacht, die Unterwasserwelt. Im Vergleich zu Survival Evolved, das ist so ein Unterschied. In Survival Evolved, muss man sich vorstellen, gab es ja überhaupt gar keine Pflanzen im Wasser. Ich meine, da gab es gar nichts. Das war alles relativ eintönig. Es gab die Felsen halt. Und das war's schon. Vielmehr gab es auch keine leuchtenden Pflanzen und nichts. So. Ich glaube, wir haben erstmal alles, was hinter uns her war, abgehängt. Ich höre was. Irgendwas planscht hier neben uns noch. Oh, hier oben, der ist es, der Basilo mit seinen ganzen Rochen. Den habe ich gehört. Sag mal, welches Level hast denn du? Obwohl, Basilo suchen wir jetzt nicht. Level 55. Wow, das ist jetzt der allerhöchste, den wir je gesehen haben. Basilos haben wir wirklich nur welche mit niedrigem Level gesehen. Ich glaube, wir sind schon. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Ja, guck mal, wir sind schon an der Pflanzenfresserinsel. Das Krokodil ist einfach so schön schnell. Und hier haben wir auch nochmal eine absolute Tuso-Ecke. Mal gucken. Genau hinten die Ecke, also genau die Kartenecke hier unten unter der Pflanzenfresserinsel. Da ist auch ein Tuso-Teute-Spawn. Natürlich nützt es nichts, wenn wir nur einen finden. Der muss ja natürlich auch im Level auch einigermaßen passen. Wobei ich fast sagen würde, weil die so selten bis jetzt sind, wir haben die ja schon öfter mal gesucht, du warst ja schon einige Zeit im Wasser unterwegs, dass wir
Wenn wir einen sehen, dass wir ihn überhaupt erstmal mitnehmen. Um einen zu haben. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, in Ark ist es auch tatsächlich so, manchmal, wenn man, sobald man erstmal ein Tierchen von irgendeiner Sorte hat, dann findet man sie auch noch öfter, sobald man das erste erstmal hat. So, aber irgendwie ist hier auch nichts unterwegs. Wir sind genau in der Ecke unten. Mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind genau in der Tuso-Ecke. Es scheint keiner hier zu sein. Kann ich auch sagen, dass der hier irgendwo unter den Felsen ein bisschen festhängt. Boah, sieht das cool aus hier. Oh. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe doch was gehört. Ich weiß nicht, war an der Pflanzenfresserinsel war doch auch irgendwo ein Höhleneingang, aber ich glaube, das war nicht hier an der Ecke. Das war weiter oben. An der Insel selber. Okay, hier scheint sich kein Tuso rumzutreiben. Dann schwimmen wir nochmal ein bisschen die Küste weiter nach oben ab, jetzt hier in die Richtung, weil hier auf dem Stück und auch noch ein Stück weiter hier oben mit dem Krokus sind wir ja schnell, haben wir auch nochmal ein paar Spawnpunkte für Tusos. Wir suchen jetzt erstmal nach Tusos und dann können wir uns immer noch um die Haie kümmern. Oder wir können ja mal kurz gucken, wir sind ja gerade an der Pflanzenfresserinsel, noch sind wir ja da. Wir können ja mal ein bisschen weiter nach oben und gucken, ob hier oben vielleicht irgendwo wenigstens schon mal ein paar Haie unterwegs sind. Und wenn da jetzt einer dabei ist, können wir den ja mal schon mal mitnehmen. So, nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Ja, ein Stück in die Richtung noch. Schon wieder jede Menge Rochen nur unterwegs. Hier, wo sind denn die Haie? Rund um die Pflanzenfresserinsel ist normalerweise alles voll mit denen. Ölfelsen haben wir hier schon wieder jede Menge. Lass mal kurz mal gucken. Da, in die Richtung noch ein Stück. Oh, warte, da ist doch mal einer. Auch schon schön im flachen Bereich. 45. Du bist nichts. Oh, da kommen aber noch mehr gleich. Sehr schön, die sind doch die Haie, die ich gesucht habe. Da kommen noch zwei, da kommen noch drei. Jetzt müssen wir mal gucken, was da für Level dabei sind. Bevor wir da wild rumbeißen. Oh, guck mal, wir haben sogar ein Basilo hier oben. Das ist natürlich mal cool, so weit oben Basilo zu haben. So, Level 15, Level 80, Level 45 und komm schon. Und nochmal Level 45. Ah, Level 80. Wir haben ja noch nichts. Oder wir haben schon mal was Besseres gefunden. Ich glaube, wir haben sogar schon mal einen 95er gefunden, ne? Ah, ich werde schon fast. Würde fast schon sagen, wir nehmen den. Nehmen erstmal den 80er. Nur gucken, dass wir da nicht so oft reinbeißen in den. Aber es ist schwierig, die auseinanderzuhalten jetzt hier. Das ist auf jeden Fall der niedrigste hier. Das ist der Level 15er, ne? Ja. Ah, ist schwierig, wenn die alle so zusammenhängen hier. Weil mit dem Kroko machen wir auch mehr Schaden als mit dem Baryonyx. Ich traue mich nicht richtig da voll zuzubeißen hier. Guck mal, ich glaube, der eine ist schon angeschlagen. Der 15er. Naja, den machen wir als erstes weg. Dann ist schon mal einer weniger. Du bist das. Der blutigen Nase. Was ist das, der 45er? Egal. Ist auf jeden Fall nicht der 80er. Das ist wichtig. Oh, da ist, glaube ich, noch einer dazugekommen jetzt. Ja, den ersten haben wir weg. Ja, da ist noch einer dazu gekommen. Ich hätte die Haie den fressen lassen sollen, damit die sich ein bisschen heilen können. So, was bist du? Nochmal rum hier. Du bist... Können wir so nicht sehen. Du bist nochmal ein Stück weg. Vielleicht ist auch noch ein besserer dazu gekommen. So, Fernglas raus. Und 45 noch. 55. 5. Wo ist denn unser 80er? Ach, da oben. Der oben ist der 80er. Sehr schön. Der Rest ist niedrig. Dann bleiben wir erstmal hier unten. Sehr schön. Der nächste ist schon angeschlagen hier ziemlich. Und der 80er ist immer oben. Der hält sich ein bisschen raus. Das ist ja super.
Ja, der ist da oben, kämpft erstmal nicht mit. Wie gut. Komm, wir haben gleich den nächsten. Da kommt noch einer dazu. Okay, den haben wir. Fress den auf. Vor allem der 80er soll bitte zubeißen. Und du bist... Level 15. Okay, da ist kein Hörer mehr dabei, außer der 80er halt. Ich glaube, ich habe genau den 80er in die Nase gebissen. Oder ist der immer noch da oben und hält sich raus? Der ist immer noch da oben, ne? Den nächsten haben wir gleich. Nicht, dass die irgendwie die Plätze getauscht haben jetzt hier. Und der 80er ist doch mit unten dabei. Ich glaube, wir haben noch einen. Ja, wir haben noch einen. So, jetzt mal kurz gucken. 15, 55. Ne, sind die beiden niedrigen, die hier unten sind. Super, dass der 80er da oben bleibt. Finde ich gerade richtig praktisch und angenehm. So, den nächsten haben wir gleich. Bevor wir nachher wieder die ganze Folge suchen und gar nichts erwischen, ne? Nehmen wir jetzt erstmal den 80er hier mit. Guck mal, der haut sogar schon ab jetzt auf einmal. Was am Kroko auch gut ist, das kann sich sofort umdrehen, wenn man zubeißt. Man guckt nach hinten, drückt die Angriffstaste und guck mal, der schnappt sofort in die andere Richtung. Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht lenken. Man braucht eigentlich, ne, man braucht eigentlich nur immer in die Richtung gucken, wo man hin will und zubeißen. Das Kroko schmeißt sich dann immer dahin. So, wir sind aber auch schon ganz schön angeschlagen gegen so viele Haie, ne? Das ist eben der Unterschied, weil wir sie jetzt nicht stunnen können. Da können sie natürlich die ganze Zeit zubeißen. Und es war natürlich auch eine ganze Menge Haie. So, jetzt kommt der 80er aber schon mal wieder zurück. Das ist gut. Komm schon. Ja, den haben wir. Okay. Harpune raus. Und anfangen, den zu betäuben. Einholen kann er uns auf jeden Fall nicht. Zack. Sitzt. Wie er ankommt. Mit seinem Hai-Grinsen. Aus dem Weg, ich die. Sehr schön. Wir müssen den versuchen, hier in dem Bereich irgendwie zum Schlafen zu bringen. Das ist eine super Stelle. Erstmal haben wir hier gerade schön aufgeräumt und zweitens ist es einigermaßen flach. Oh, alles klar, ja, friss den ruhig. Das ist genau richtig. Heil dich an dem. Lässt ja das Torpor nicht sinken, wenn er da was futtert. Düdüm. Flammer noch. Ja, es reicht locker. Eigentlich dürfen noch ein paar Harpunen überbleiben. Aber noch ist er nicht im Fluchtmodus. Ne, kommt noch hinterher. Nicht aus Versehen den abgeschossenen Hai versuchen zu betäuben. So. Ja, kommst noch ran. Sehr schön. Noch einen in die dicke Hainase rein. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Oh, ich wollte sagen, ist er abgehauen? Nee, da oben kommt er. Oder er oder sie. Ich glaube, es ist eine sie, ne? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Sehen wir dann gleich, wenn sie schläft. Oder er. Ist noch immer im Angriffsmodus. Oh, der ging daneben. Oder bist du jetzt im Fluchtmodus? Könnte auch im Fluchtmodus sein. Ja, will weg. Nicht zu nah an den Strand, bitte. Flachen Wasser ist schon gut, aber du musst es nicht übertreiben. Sonst kriegen wir dich ja nämlich nicht... Was? Wer? Ach, der Rochen mischt sich ein. Warum denn jetzt Rochen? Ach, der ging nochmal. Schläft, schläft. Ich glaube, wir haben auch nochmal getroffen. Nachdem war. Egal. Was wollt ihr denn jetzt alle hier? Irgendwo ein Basido in der Nähe, den wir irgendwie sauer gemacht haben? Was ist das? Große Rochengefresse geht los. So, kommt her, ihr
elenden Mistviecher, halt du auch noch hier geblieben. Wie viele sind das noch? Die beiden oder sind es wieder noch mehr? Kommt da gleich noch. Da sind noch drei wieder. Und da kommt noch einer. Es kommen jetzt von allen Seiten wieder welche, wie immer. Da kommt der Basilo dazu. Basilo, was machst du denn hier? Warum? Komm's einmal raus aus dem Wasser. So. Zack. Noch eine Runde rum. Basilo, hau ab jetzt hier. Nimm deine Rochenfreunde mit. Ist einer noch über. Na dann komm rum. Ab. So, den haben wir auch noch. Basilo, was bist du für einer? Level 80, komm schon. Level 90! Ist ja noch besser! Ist ja noch besser! So, unser Hai macht Bubu, ne? Und wir haben schon alle Rochen gefressen von dem Basilo. Warte, warte, Basilo. Wir haben hier Dings. Wir haben hier lecker, lecker Lammfleisch für dich. Und du bist an der perfektesten der perfektesten Stellen. Boah, wir haben ihn gefüttert. Plus 44 Level und der muss höchstens dreimal essen. Na, vielleicht auch viermal. Wer kommt da angedüst? Ach, nur ein Dings. Oh, wie gut. Wie unser Kroku hier hängt, das sieht auch so cool aus. Oh, Leute, den nehmen wir natürlich mit. Level 90. Komm, wir müssen den Hai futtern, bevor der Kadaver irgendwas anlockt. Alles klar. So, den Rochen futtern wir auch noch weg hier. Basilo, jetzt nicht wieder abtauchen. Bleib hier oben, ne? Wir wissen ja, es dauert eine ganze Weile, bis der nochmal Hunger kriegt. So, unser Hai schnarcht vor sich hin. Wie sieht es mit der Betäubung aus hier? Ach, super. Ah, super. Okay, Der ist da unten. Den lassen wir erstmal. Den haben wir ja auch jetzt. Den haben wir jetzt schon im Tracking. So. Gib schon mal das Prime Fish Meat her. Jetzt weg ich die. Schmeißen wir hier auch schon mal rein. Zack. Mal sehen. Plus 36 Level. Aber wenn wir ihn einmal halt angeschossen haben, nachdem wir schon betäubt waren, dann haben wir schon Taming-Effizienz verloren. Aber egal, ist noch okay. Ist noch okay für unseren ersten. Der ist nur da, damit wir weitere anlocken können. Weil jetzt, wenn wir einen haben, werden auch hoffentlich auch mehr Haie spawnen. Derselbe Plan wie beim Tusoteutis. Wenn wir da dann erstmal hoffentlich irgendwann einen finden. So, bleib mal hier. Du willst schon wieder viel zu weit weg. Hast du schon wieder Hunger? Nee, ne? Nee, nee. Wir müssen noch warten. Der ist auch schön, ne? Mit dem Weiß und der sieht schön aus. Mit dem Schwarz, der ist richtig, richtig gut. Was haben wir denn hier? Ein Männchen oder ein Weibchen? Und Männchen, perfekt! Aber der schwimmt mir jetzt zu weit weg. So, unser Hai hat nochmal gefuttert, so wie es aussieht, ne? Ich glaube, der futtert. Wann futterst du? Futterst du bei 50? Er muss gerade eben nochmal gefuttert haben. Okay, der muss noch zweimal essen. Komm, einmal kurz hinter dem Basilo. Sehr schön. Genau, du schwimmst in die richtige Richtung. Nach oben sollst du. Immer schön nach oben. Wait until... Ja, müssen warten. Ist noch nicht hungrig. Aber du schwimmst schon mal in die richtige Richtung. Finde ich gut. Da oben kannst du hin. Okay, er bleibt aber noch einigermaßen in der Nähe. Schon wieder so ein Rochen. Weg mit dir. Komm hierher. Bevor du noch mehr anlockst. Rumpf. Haben wir ihn? Haben wir ihn. So. Er hat nochmal gefuttert. Okay, einmal muss er noch. Geht recht schnell mit dem Hunger runter. Okay, einmal zum Basilo rüber. Gucken, ob der schon wieder Hunger hat. Und dann schnell zurück zum Hai. Also, man kommt ihm schon wieder entgegen. Finde ich gut. Komm her, hast du schon wieder Hunger? Nee, hat er noch nicht. Komm schon. Nee, okay. Zurück zum Hai. Dass wir dabei sind, wenn wir den ziehen. Und dann packen wir den gleich ein. Und dann kümmern wir uns um den Basilo. Hat sich der Ausdruck aber jetzt schon gelohnt, allein für den Level 90 Basilo. Super. So, zeig her. Wie viel Hunger hast du? 20 erst. Oder frisst er vielleicht auch schon bei 20? Nee.
Vielleicht bei 30. Das kam mir jetzt schneller vor, als wenn das bis 50 runtergetickt wäre. Vielleicht futtert er ja schon bei 30. Nee, der futtert schon bei 25. Okay, aber er muss immer noch einmal essen. Komm, unser Basilo ist gerade wieder oben im flachen Wasser. Zack. Nee, das dauert immer wirklich so lange, ne? Bis zum zweiten Füttern. Danach geht es ja schön schnell, aber bis zum zweiten Füttern dauert es einfach richtig lange. Aber der Schnee kommt schon mal wieder näher ran, das ist gut. So, du bist... Naja, dauert noch einen kleinen Moment. Komm schon, du hast Hunger, ich sehe das doch, dass du hungrig bist. Nee. Na gut. Wie der schnarcht. Was haben wir hier eigentlich? Ein Männchen. Sehr schön. Bleib schön in der Nähe, Basilo. Wir sind hier gleich fertig. Dann kümmern wir uns komplett um dich. Er futtert einmal. Ja. Sehr schön. Nicht folgen. Passiv sofort. Dann gibt das Fleisch her. Cryopod. Du wirst erstmal eingepackt. Für den haben wir schon entweder einen fertigen Sattel. Wir haben auf jeden Fall ein cooles Megalodon-Sattel gezappt. Also einen Bauplan. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch schon einen fertigen Sattel irgendwo rumfliegen. So. Ja! Er hat ein zweites Mal gefuttert. Okay, wir müssen ihn noch zweimal füttern. Aber es geht ja jetzt schneller. Sehr schöner Ausflug. Sagt die Luft. Ist noch gut. Alles klar, uns ist die ganze Zeit heiß. Wir haben eine Hitzewelle unter Wasser hier. Okay. Hallo, wer drängelt? Ach, du bist ich, die. So, lass ihn jetzt mal dranbleiben, sonst wird er ja schneller hungrig. Guck mal, er will schon wieder futtern. Jawohl. So, den haben wir gleich. Huch. Das war der Basilo, den wir gefüttert haben. Was war das denn? War dann Ammonit? Das war der Basilo. Die Wolke da eben, als wir ihn gefüttert haben. Wo ist unser Kroko? Da oben. Alles klar. Ja! Oh, wie gut, Leute! Haben wir hier Level 134 direkt. Alles klar, nicht folgen. Passiv. Cryopod raus. Basilo rein. Ah, super Ausflug. Ein Hai haben wir, was wir wollten. Und ein Basilo, weil er hier gerade so schön rumgeschwommen ist. So, wo sind wir jetzt? Immer noch hier unten. Okay, dann schwimmen wir jetzt die Küste noch ein Stück rauf. Vielleicht kommt uns ja jetzt noch ein super High-Level-Hai entgegen. Oder wir entdecken jetzt auf dem Stück hier hoch an den Tuso-Spots noch ein Tuso. Und der ist dann eigentlich super einfach zu zählen. Mit dem Krokodil ranschwimmen, uns einmal schnappen lassen, absteigen, Perlen rein. Und wir haben Tuso. So ist der Plan. Ich zähm Tuso. Was zähmst du so? So. Okay. Auf geht's. Die Küste rauf. Oh, hier sieht es auch alles so cool aus. Kann man hier drunter durchschleichen? Nee, schade. Dann geht's nur oben drüber. Hi, da hinten sehe ich schon Plesio. Ja. Und da haben wir noch einen Knochenfisch. Wir sind schon wieder in einem Tuso-Bereich hier. Genau hier vorne an den Felsen. Ich glaube, wir haben auch schon wieder ein Zitteroi. Weg hier. Oh, Moment, hier kommt man. Ah, hier kann man ja nicht vorbei. Hier kann man ja wirklich nur oben rüber wegen dem Kartenrand. So. Dicker, fetter Hai. Gucken wir gleich mal. Aber jetzt gucken wir erstmal wirklich hier nochmal die Ecke ab. Kann doch nicht sein, dass alle Tuso-Teutes-Spawn-Punkte keine Tuso-Teutes mehr haben. Vor allem, weil wir auch nirgendwo jetzt einen Mosa gesehen haben an den Stellen. Also nicht, dass der Spawn-Punkt irgendwie belegt wäre.
scheinen einfach sowas von viel, viel seltener zu sein als in Survival Evolved. Aber ich freue mich trotzdem schon über den einen Hai, den wir haben und vor allem auch über den super coolen Basilo. Erstmal richtig schön, dann auch noch ein Männchen, genau was wir brauchen, um auch mal Basilos züchten zu können. Und eben auch ein schönes Level für Basilos. Jetzt haben wir wirklich nur Basilos mit echt niedrigem Level gefunden. Ne, hier sind wir schon wieder zu hoch. Da kommt noch der Hai hinter uns her. Sag mal, was bist du denn jetzt für einer? Jetzt haben wir gleich, weil wir einen Hai haben, ist der jetzt gleich Level 15 ist der jetzt gleich. Nee, dann schwimm du mal weiter darum. Oh. Oh. Spiel, mach keinen Mist. Wir haben nicht gespeichert. Nee, bitte nicht. Wir haben nicht gespeichert. Oh, ich muss gleich sofort speichern. Oh, schnell, es hängt, es ruckelt nochmal. Oder wir haben hier irgendwie in der Nähe vielleicht eine Unterwasserhöhle. Das kann auch sein. Ja. Safe Game. Wenigstens, dass er jetzt hoffentlich noch registriert. Ja. Okay. Sonst würden wir jetzt, wenn das abspielt, hätten wir alles verloren, ne? Der letzte Autosave ist, wo wir am Strand gestanden haben. Bevor wir, also alles wäre weg, die ganze Folge wäre weg. So ist jetzt egal. Wenn wir abspielen, dann ist es eben so. Aber dafür ist der dann auf jeden Fall der Hai und der Dings gesichert, der Basilo. Aber ich glaube, er hat hier eine Unterwasserhöhle geladen, Leute. Kann das sein? Da haben wir schon wieder olle Quallen. Es kann sein, dass wir auf der Höhe der einen Unterwasserhöhle sind. Wir wissen ja schon, dass es mit den Höhlen so ein bisschen laggy ist hier. Jedenfalls, wenn das erstmal reingeladen ist, das heißt, wenn man es erstmal drauf zukommt. Wenn es dann erstmal einmal geladen ist, ist es okay. Hallo, hallo, hallo. Nee, das ist nix hier, ne? Nee, das ist nix. Das ist nur eine Falle für die Qualle. Schwimm da rein, da kommt hinter uns die Qualle an. Ich schätze, hier irgendwo in der Nähe haben wir eine Unterwasserhütte, die er jetzt gerade reingeladen hat. Ah, nee, die muss weiter oben sein. Hier unten ist die nicht. Die muss weiter oben sein. Aber egal, wir suchen ja jetzt keine Höhle. Wir suchen Tuso Teutis. Unterwasserhöhlen können wir auch nochmal angehen. Das hat alles seine Zeit. Jetzt ist erstmal Tuso Teutis Zeit. Aber ein bisschen gucken will ich schon, Leute. Vielleicht finden wir jetzt zumindest den Eingang. Können wir uns für später dann schon mal merken. Oh, Knochenfisch. Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr irgendwo aus dem Schatten irgendwie so ein paar Tentakel hier irgendwie auftauchen? Das wäre echt super. Ich glaube, da schwimmen wir auch einfach direkt rein und gucken gar nicht. Schwimmen einfach direkt rein und lassen uns schnappen, damit da nichts schief geht, und stopfen eben die Perlen rein. Und dann können wir aber noch gucken, was wir gezähmt haben, wenn wir es gezähmt haben. Was für ein Level der hat. Haie überall. Sollen wir mal kurz auf die Karte gucken, wo sind wir denn? Ah, hier müssen wir ein Stück weiter hoch. Dann kommen die nächsten Tuso-Spots. Nur nicht so nah an den Sumpf ran. Weil wenn dann Baryonyx vorbeikommt, dann könnte es ein bisschen eklig werden, wenn der uns abmountet. Und wir haben auch unser Koko noch gar nicht geheilt, ne? Wir haben noch normales Fleisch dabei, ne? Komm, iss mal ein bisschen Fleisch. Wir haben schon, guck mal, wir sind auf die Hälfte runter, ne? Aber gut, selbst dann wird der Tuso das Koko nicht mit 2-3 Bissen, also wie gesagt, der macht vielleicht dann, ich sage, ein hoher Tuso, wenn der viel Schaden macht gegen das Koko, macht der 400 Schaden oder so mit einmal zuschlagen oder einmal zubeißen halt mit seinen Tentakeln dann. Das heißt, das ist locker genug Zeit, um dem einmal Perlen zu geben. Achso, nehmen wir hier übrigens das wieder raus, kann das Koko tragen und wir nehmen unser eigenes Fleisch mal wieder hier rein. So, Futter weiter. Mit Fisch können wir ja nicht viel machen. Und gebratenes Fleisch habe ich jetzt nicht genug mitgenommen. Ja, 8000 Leben ist erstmal wieder okay. Sollte reichen. Sei ich auf dem Stück zurück, könnten auch... Naja. Könnten eigentlich auch welche gewesen sein. Oder waren eigentlich in Survival Evolved. Da unten haben wir schon wieder ein Plesio. Gerne mal welche. Ja, ja, ist gut, Plesio. Sag Bescheid, wenn du Tuso Teutis siehst. Dann kannst du noch mal rufen. Wir schwimmen so lange schon mal ein Stück vor. Quallen da unten. Die ollen Viecher.
Alles, ich finde das auch so cool mit diesen ganzen kleinen Durchgängen hier. Das ist schon super. Und auch wie das Licht von oben so durchfällt. Durch die Wasseroberfläche. Das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ja doch, die Tuso-Teute-Spawn-Punkte könnten ein bisschen häufiger sein. Aber sonst kann man nichts sagen. So, Tusos, wo seid ihr? Kroko grunzt erstmal eine Runde ab. Nochmal ein Hai. Hai haben wir jetzt erstmal. Wir wollen jetzt noch ein Tuso. Vorne haben wir nochmal einen Knochenfisch. Warte, bist du... Nee, vorne bist du Aal? Nee, du bist nicht Aal. Du bist Anglerfisch. Oh, wie schön. Auch hier die Ecke wieder. Warte, ich höre was. Ah, ein Mosa. Okay, Mosa. Hast du den Spawnpunkt vom Tuso hier belegt? Finde ich nicht gut. Nee, warte, das ist ein Neopleurodon. Die kleinere Version davon. Von dem Mosa. Da haben wir auch noch keinen. Das bist du Level 5. Was? Wieso greifst du überhaupt an? Achso, du greifst doch gar nicht an, du haust ab. Wieso greifst du überhaupt an mit Level 5? Sofort aufmompfen. Oh, warte, er macht sein Dings. Weg da. Macht seine Wasserwirbelattacke. Jetzt ist er weg. Ne? Er hat sich vom Acker gemacht. Und so einen Angler haben wir auch noch nicht, ne? Aber ich will auch jetzt keinen Angler. Ammoniten da unten. Jede Menge. Okay, schon mal das nächste Stück. Wo sind wir denn überhaupt? Das nächste Stück noch ein bisschen hoch. Jetzt sind wir aber eigentlich auch schon wieder genau an den Tuso-Teute-Spots. Und hier ist keiner unterwegs. Gibt's überhaupt nicht, Leute. Ich glaube, es wird der letzte Dino sein, den wir zähmen. Der letzte, den wir irgendwann mal finden, wird ein Tuso-Teutes sein. Guck mal, wie viele Ecken, wie weit wir jetzt schon geschwommen sind von uns zu Hause aus, wo wir jetzt überall geguckt haben. Da kommt nochmal ein Hai von unten. Ah, Mosa. Diesmal bist du aber ein Mosa. Okay, der belegt auf jeden Fall hier den Tuso-Spot. Roms, wieder gegen die Wand. Kokonase ein bisschen eingeditscht. Sollten wir den Mosa eigentlich wegmachen, aber wir sind zu angeschlagen im Moment noch. Oh, Qualle, haust du ab. Plesio. Zwei Plesios gleich. Ich glaube, wir sind gleich durch mit den Spawnpunkten hier auf der Seite. Kurz auf die Karte gucken. Ja, eigentlich das Stück hier ist es. Also wir sind auf dem Stück hier. Wir sind eigentlich schon jetzt dran vorbei. Vielleicht hat sich ja einer ein bisschen weiter nach oben verirrt hier. Oh, Zitteraal! Weg von hier. Nee. Hier ist auch keiner. Ah, schade, Leute. Aber hat sich... Oh, Zitteraal! Lauter Zitteraale hier. Weg. Lass mich in Ruhe. Noch einer, noch einer, noch einer. Ah! Gebritzelt! Ja, alles klar. Dreimal gebritzelt. Reicht. Wir tauchen erstmal auf hier. Lass noch einmal kurz hier vorne und dann tauchen. Oh, da kommt noch ein Zitteraal. Zu viele Aale hier. Müssen wir über Silo herkommen. Und Quallen jede Menge hier unten. Was war das? Basilo, ne? Basilo sag ich, ein Plesio, ne? Ja, jede Menge Plesio, nochmal ein Hai dazu. Und noch ein Knochenfisch. Jetzt wollen sie aber alle. Wir haben jetzt gerade nicht mehr. Erstmal raus hier. Okay, Lieben, ich würde sagen, wir müssen zum Ende dieser Folge kommen. Haben zwar keinen Tuso gefunden, aber guck mal, wie wir sind. Wir sind an der Fleischfresserinsel, an unseren Fallen. Wie gut. Passt. Haben es bis zur Fleischfresserinsel geschaut. Können wir auch nochmal rumgucken. Da hinten in der Ecke, meine ich, war auch nochmal eine Möglichkeit auf den Tuso-Teutes.
Machen wir dann aber eventuell in der nächsten Folge. Vielleicht sind wir dann auch schon zu Hause und freuen uns erstmal über den Basilo und den Hai, ihr Lieben. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.